Ich stehe komplett unter Schock, Freunde. Unglaublich, der One Piece Film Red war heute im Kino zu sehen. Ich bin mit meinem kleinen Bruder dorthin gegangen, dachte mir, macht euch mal einen schönen Abend, gönnt euch mal den neuen One Piece Film, der ja überall gechartet ist. Er ist ja einer der beliebtesten Filme aktuell und der beliebteste One Piece Film bisher. Und ich dachte mir, komm, du musst den schauen, seitdem der Teaser raus ist. War ich ja gehypt, Freunde, ne? Dazu werden wir natürlich auch kommen, später zum Teaser und zu allem drumherum. Heute gibt es das komplette Paket One Piece Film Red, wie ich es fand. Und meine Meinung verstecke ich hinter einer richtig dicken Wand, Freunde. Deshalb versucht mal zu verstehen, was ich genau meine, wie ich den Film fand. Weil wenn ich die Sachen sagen würde, die ich denke, dann wird das natürlich dazu führen, dass ich höchstwahrscheinlich von dieser Plattform hier gestrichen werde. Deshalb versuche ich das mal so auszudrücken, dass es nicht direkt auf mich zurückzuführen ist. Jedenfalls gehen wir ins Kino, holen uns natürlich was zum Snacken und setzen uns hin. Der Film fängt sogar ziemlich gut an, ne? Das ist sowas wie ein Trailer, wie die One Piece Piratenwelt aussieht. Die Piraten, die meisten zumindest, morden, klauen, stehlen, zerstören Inseln. Die Marine steht quasi im guten Licht für die Gerechtigkeit, die die Weltregierung auch vertreten soll. Und versuchen natürlich das alles zu verhindern, aber weil das große Piratenzeitalter halt begonnen hat, kann die Marine nicht hinterher. Sehr, sehr guter Anfang und dann starten wir quasi auch direkt rein in die Story des Films. Und zwar geht es um Uta, die Tochter von Shanks. Ganz im Ernst, nachdem sie gesungen hat, sehen wir, dass die Strohpiratenbande dort ist und Ruffy kennt Uta. Wer die Filler-Folgen von One Piece geschaut hat, der weiß ja, Uta war damals auch auf der Windmühleninsel mit Ruffy am Chillen. Sie war quasi auf dem Schiff von Shanks und wird als Tochter von Shanks hier auch bezeichnet, aber in Wahrheit hat sie Shanks einfach gefunden. Damit wird dann auch verbunden, dass damals Roger Shanks als Baby gefunden hat. Wo er genau Shanks gefunden hat, wird leider nicht gezeigt, aber es ist dennoch hier erwähnt worden. Viele denken, dass es God Valley ist. Ich fände es zumindest cool. Aber wenden wir uns mal zurück zu der Story im Film. Uta singt und ich sehe auf einmal im Kinosaal Leute aufstehen und die gehen einfach nach Hause. Ich denke mir, yo Leute, warum geht ihr nach Hause? Uta ist am Singen. Ich meine, was habt ihr erwartet? Wir sehen den Teaser von One Piece Film Red und da ist quasi das Logo von One Piece Film Red zu sehen im Teaser gewesen. Und wir sehen, dass das D dann mit den Narben von Shanks quasi versehen ist. Also wir sehen, dass die drei Striche durch das D gehen. Und was erwartet man da? Erwartet man dann etwa im Film, dass dann irgendwas mit Shanks zu sehen ist, mit dem D und so weiter? Was erwartet man dann von diesem Film, wenn man im Logo quasi auf dem D Shanks Narbe drauf macht? Ich bin komplett schockiert, Freunde. Ich habe natürlich nur den One Piece Film geschaut, damit ich Uta singen hören kann. Das ist der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin. Ich meine, ihr selber hört auch Musik von Meadow oder keine Ahnung, irgendwelchen Rappern. Dann höre ich halt auch Musik von meiner Lieblings-japanischen Rapperin Uta. Nachdem dann 10% des Kinosaals nach Hause ging, haben wir uns weiter den Film angeschaut. Wir sahen, dass Uta anscheinend etwas abdreht und zwar ist sie verrückt geworden. Sie lässt die Strohhüte nicht gehen. Sie sagt, Ruffy darf nicht gehen und darf auch nicht der König der Piraten werden. Uta hier auf jeden Fall heftigster Antagonist bisher. Sie lässt die Strohhüte nicht weg, sperrt sie ein. Sie hat nämlich die Singfrucht. Damit kann sie quasi Melodien und so weiter, Töne, dies, das kontrollieren, die Realität beeinflussen, all das drumherum. Sie singt immer weiter und die Leute, die dort sind, halt die ganzen Zuschauer, die Fans, sie sind langsam auch genervt und wollen weg, aber Uta lässt die Leute nicht gehen, sperrt sie quasi in der Songwelt, in ihrer eigenen kreierten Welt ein. Sie sind quasi in der realen Welt am Schlafen, aber in der Songwelt können sie sich noch bewegen. Wir haben hier definitiv eine coole Kombination, SWORD und auch CP-Einheit, und zwar in Form von Corby und Bruno arbeiten hier zusammen. Heftige Kombination. Ich küsse das Auge dieser zwei Charakter. Ganz ehrlich, ohne sie wäre der Film, ja, nicht so, wie er war. Jedenfalls, Freunde, versuchen sie in der Traumwelt das Ganze zu ändern. Und am Ende taucht dann auch Shanks in der realen Welt auf und gleichzeitig auch die Marine. Jedenfalls wird auch in diesem Film Mary Joa und die Gorosei gezeigt, wie aussichtslos die Lage ist. Sie wissen selber nicht, was sie zu tun haben jetzt in dieser Situation. Uta regiert quasi alles gerade und ist kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen und das, indem sie singt. Sie hat quasi Teleschnecken bei sich, die Live-Übertragungen auf der ganzen Welt machen können und die Menschen, die halt ihre Stimme hören, die werden auch dann in diese Traumwelt gezogen und sind dann quasi
quasi in Utas Bann. Uta, Freunde, wenn sie einschläft, dann könnte man quasi noch raus aus diesem Traumland. Aber sie isst wohl einige Pilze, mit denen sie die ganze Zeit wach bleibt. Ziemlich interessant. Also diese Pilze haben aber einen Nebeneffekt. Und zwar, sie bringen den, der sie isst, irgendwann um. Und Uta stand anscheinend an ihrer Grenze. Und es waren nur noch einige Stunden bis zu ihrem Tod. Aber eine ziemlich große Allianz bestehend aus Strohpiratenbande, Trafalgar mit Beppo, einen großen Fan von Uta, und natürlich Sword, einigen Bigman-Piraten, hat man hier versucht, eine Lösung zu finden. Nico Robin ist mit den Strohhüten in eine Bibliothek eingebrochen und hat da versucht herauszufinden, was denn wirklich hier eine Chance für sie wäre, hier irgendwie heil rauszukommen. Sie hat herausgefunden, dass es irgendein Wesen gibt, das Tote Musiker heißt. Es ist eine Art Dämon, die erwacht werden kann von dem Nutzer der Singfrucht, also von Uta selbst, und das, indem sie einige Texte vorliest. Jedenfalls hat dann das Uta irgendwann getan, und der Schlüssel, wie man da raus kann, ist, dass in der realen Welt jemand quasi diesen toten Musiker besiegt und in der echten Welt, also in der Songwelt, wo sie gerade sind, in der Traumwelt, muss halt auch jemand diesen toten Musiker besiegen. Und wenn das klappt, wenn sie es schaffen, dann gibt es da irgendwie ein Entkommen aus dieser Welt. Dann kann jeder, der quasi in dieser Songwelt gefangen ist, irgendwie auch wieder raus. Ja, in der echten Welt war natürlich keiner mehr übrig, aber es tauchte dann jemand auf. Und zwar Shanks, genau rechtzeitig, um Uta aufzuhalten. Und ja, am Anfang hat er natürlich nichts getan. Er wurde angegriffen von Zivilisten, die gerade am Schlafen waren, aber Uta kontrollierte ihre Körper, hat natürlich keine Gegenwehr geleistet. Wir haben Flashbacks gesehen, Freunde, dass Shanks eigentlich nichts Böses gemacht hat. Das Gleiche nämlich ist auch in der Vergangenheit passiert und man hat quasi die Schuld, warum eine ganze Insel wegen diesem toten Musiker, den Uta quasi beschworen hat, zerstört wurde. Man hat diese Schuld einfach mal auf Shanks Crew quasi gesetzt und damit halt Uta in Frieden leben kann, eine gute Musikerin wird. Also Shanks auf jeden Fall ehrenhaft hier. Das ganze, Freunde, also die Story, ich sage euch ganz ehrlich, die ganze Zeit begleitet von Liedern, ne? Also sie singt permanent. Jede Szene ist ein Lied. Ich sage euch, bis zum Ende des Films war locker über 30% des Saals immer weiter weniger geworden. Also es sind immer mehr Leute nach Hause gegangen. Im Ernst jetzt. Und da muss man natürlich sagen, warum? Warum geht man nach Hause, wenn Uta singt? Freunde, nur weil wir kein Japanisch können. Für Japaner ist das bestimmt etwas ganz Besonderes, dieses Lied. Keine Ahnung. Also ich habe die Subtitles gelesen und ja, also im Ernst, die Songtexte von Uta haben zwar keinen Sinn ergeben, also wirklich keinen Sinn ergeben, aber trotzdem muss man sagen, die Melodie und natürlich auch ihre Stimme haben natürlich nicht dafür gesorgt, dass mein Kopf wehtut. Jedenfalls schaffen es Shanks auf der einen Seite und Ruffy auf der anderen Seite, diesen toten Musiker-Dämon zu besiegen und ja, dann ist man quasi schon kurz davor, dass man freikommt, aber man musste ja Uta nochmal singen lassen, damit sie schlussendlich alle befreien kann, weil nachdem der tote Musiker besiegt wurde, war es noch nicht so weit. Also die Leute sind nicht aufgewacht, also musste Uta nochmal ran. Mit ihrer Singfrucht. Ich weiß nicht, ob sie diese in diesem Moment erwacht hat, weil das war ziemlich heftig. Also sie brach quasi ihre Grenzen, Freunde. Shanks wollte ihr ganz kurz die Medizin geben, hat gesagt, trink die Medizin, dann überlebst du. Das war wirklich eine ganz einfache Sache, sie musste das trinken. Aber was macht Uta? Selbst opfernd wirft sie die Medizin weg. Freunde, wie viel Eier braucht man, um sowas zu machen? Uta hier auf jeden Fall. Keine Ahnung, also man könnte das überleben ohne Probleme, einen Schluck von der Medizin. Aber nein, weil sie ja 5 Minuten singen musste, nicht mal 5 Minuten, hat sie auf die Medizin geschissen. Ja, Freunde, ich war schockiert. Ich habe mir gedacht, Alter, was denkt sie Shanks in diesem Moment? Ja, keine Ahnung, auf einmal, bei diesem Moment sind auf einmal wirklich 10 Leute aufgestanden und rausgerannt. Sie haben sich gedacht, halt diese Person mal bitte eine auf. Also keine Ahnung, ein Junge war auf jeden Fall vor mir, der geschrien hat, halt die mal eine auf bitte. Also der hat wirklich geschrien so, als Uta so aufstehen wollte, um zu singen, hat die gesagt so, hat die Person gesagt, halt die mal eine auf, halt die mal bitte eine auf und so, ne? Aber nein, Shanks hat sie nicht aufgehalten. Sie hat ihren letzten Part noch gesungen und ja, nachdem das Ganze dann quasi bereinigt war, wollte die Marine nochmal Uta mitnehmen. Aber Shanks hatte einen epischen Moment. Ja, also einer hat mir nach dem Film gesagt, ey Bro, ich konnte irgendwie die Szene nicht genießen wegen den ganzen Liedern, weil Uta die ganze Zeit gesungen hat. Ich konnte diese epischen Shanks-Szenen nicht genießen, hat er mir gesagt. Und ich meinte, Digga, Wahnsinn.
Was? Was sagst du mir da, Digga? Dann bist du kein One-Piece-Fan, wenn du das nicht genossen hast. Junge, unterstützt doch Crunchyroll, unterstützt doch, keine Ahnung, wer diesen Film gemacht hat, unterstützt die doch. Politisch korrekt, Junge, du musst politisch korrekt sein. Keine Ahnung, Mann, nur weil du männlich bist, kannst du nicht hier so einen Film schlecht reden, Junge. Kannst das nicht tun. Ich hab ihm direkt gesagt, Bro, beruhig dich bitte, okay? Wir sind hier Menschen, die diesen Film schauen. Alter, das hat mich richtig aufgeregt, ne? Als ich vom Film rausgegangen bin, Freunde, ich frag so ein paar Leute, ey, wie fandet ihr den Film so von 1 bis 10, so, ne? Weil die kamen zu mir, wollten mit mir reden, die meinen zu mir 0 von 10. Also, ich hab gesagt, ey, woran liegt das? Warum 0 von 10? Die meinten, ey, Bro, ich hab extreme Kopfschmerzen wegen den Liedern, also die Uta gesungen hat, und ich hab auch wirklich die Story dahinter nicht verstanden und irgendwie wurden mir auch falsche Hoffnungen gemacht, haben sie gesagt. Und ich dachte mir, Junge, was für Hoffnungen hattest du bei diesem Film? Keine Ahnung, Freunde. Also, im Ernst, ich bin auch schockiert von der Meinung, die die Leute hatten. Also ich habe ja auch Videos von anderen YouTubern geschaut, die den Film geschaut haben, um zu sehen, so wie sie denn darüber denken. Und alle, zufälligerweise, sagen alle, der Film ist extrem gut. Aber warum sagen sie das, ne, frage ich mich. Wenn andere Leute sagen, dass es schlecht ist, warum sagen ausgerechnet die Leute, die YouTube machen, ey, es ist extrem gut? Ja, dann hat der eine mir gesagt, yo, Kozuki, bleib mal realistisch. Die sagen das doch nur, weil die werbefreundlich sein wollen. Sie wollen quasi Kooperationen mit diesen Firmen machen, die quasi, ihr wisst schon, die Filme veröffentlichen. Und ich habe mir gedacht, Alter, Digga, willst du mir jetzt sagen, wenn ich meine wahre Meinung auf YouTube sage, wird mein Kanal gesperrt? Und er meinte, Junge, wenn du wirklich den Film haten würdest, dann wäre dein Kanal weg innerhalb von einem Tag. Und ich bin natürlich schockiert. Also ich denke mal, in diesem Video wurde klar, was ich von diesem Film halte. Der One Piece Film, Red Film, schockierend, Freunde, schockierend. Im Ernst, Digga, wenn ihr zu dem Film geht, dann richtet mal dem Kino viele Grüße aus von Kozuki und sagt dem Kino, ey, dieser Film, ne, den müsst ihr noch 1000 Mal bringen, ne? Ich hab nicht verstanden, wieso der Film, ja, nicht ausverkauft war. Also im Ernst jetzt. Ja, Freunde, also, da meinte sogar einer zu mir im Kino, das ist kein Film, um One Piece zu supporten, das ist ein Film, um eine Rapperin in Japan quasi, das ist so ein Promo-Move, weil die bald ein Album rausbringt. Also der Film ist quasi so ein Promo-Move für ihr Album. Das ist also kein Film für One Piece. Aber ich weiß nicht, also ich bin gespannt mal auf eure Meinung. Was haltet ihr von diesem Film? Lasst mich es wissen in den Kommentaren. Und denkt ihr, dass man viele politisch korrekte Leute in YouTube sieht, die ihre Meinung extra faken? Okay, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.